Es wird wieder Zeit, dass wir über Flops reden. Dieses Mal mit so viel Wut, Enttäuschung und kurz davor, euch zu verklagen, wie noch nie. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mich hier wieder mit euch gemeinsam versammelt, um mit euch über Produkte zu reden, die mir wirklich nicht nur den letzten Atem geraubt haben, im negativen Sinne, sondern auch meine Haut für Wochen geschädigt haben. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt wieder Lust darauf. Das sind die Videos, die am besten bei euch funktionieren oder die ihr am liebsten schaut. Und deswegen dachte ich mir, ja, schauen wir mal, was hier so mit dabei ist. Ich habe hier einige Produkte von Make-up bis Skincare vor allen Dingen, die für mich absolut nicht funktioniert haben. Und zwei Zusatzprodukte von meiner Mutter, die sie mir mitgegeben hat. Sie ist ja auch bei uns im Team hier. Und sie ist natürlich immer beauftragt, genauso wie meine Oma. Aber meine Oma nimmt eigentlich immer dieselben Produkte, ihre Flops und ihre Tops mitzugeben. Tops seht ihr in den nächsten Tagen. Heute wirklich aber der Fokus nochmal auf Flops. Denn wenn ihr dieses Schätzchen in der Drogerie sehen solltet, dreht euch um und rennt. Ganz wichtig, natürlich, ich sage es gerne nochmal zum Anfang, falls hier ein Produkt mit dabei ist, was für euch gut funktioniert, dann ist das ganz, 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 ganz toll. Da freue ich mich drüber. Ihr habt euer Geld dafür ausgegeben und das ist eine gute, gute Sache, wenn es für euch funktioniert. Für mich haben diese Produkte leider absolut gar nicht funktioniert und ich kann euch ja auch immer nur meins bzw. das Feedback meiner Mutter mitgeben. Und wir starten auch direkt mit dem ersten und das hat mich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Es ist jetzt aber kein totaler Flop. Es ist okay, aber für mich nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, der Catrice Aqua Splash Grip Primer Hydrating. Der ist aus dem neuen Sortiment. Der ist okay. Ich habe das Gefühl, er verträgt sich mit kaum einer Hautpflege drunter, geschweige denn mit einer Foundation. Ich glaube, ich hatte den sogar auch in dem Video, als ich die neue Catrice Foundation getestet habe, benutzt, die übrigens wirklich teilweise ein sehr schlechtes Feedback von euch bekommen hat. Fand ich ganz spannend. Der hat für mich einfach nichts gemacht. Also ich muss dazu sagen, das ist ja auch eine günstige Alternative zu dem Ursprungsprodukt, dem Milk Hydro Grip Primer. Das war ja der erste. Das ist ein gutes Produkt. Und dann kam, glaube ich, Elf als nächstes und hat den Power Grip Primer rausgebracht. Und der ist meiner Meinung nach besser als das Original. Und alles, was danach kam, sind auch nur, weil das da gut lief bei Elf, machen wir das auch. Habe ich hier auch so ein bisschen gemerkt, fand ich okay, ist nichts Spannendes, aber wenn ihr so ein Produkt haben wollt, dann sage ich euch ehrlich, gebt die 4 Euro mehr aus und kauft euch den von Elf. Da macht ihr absolut nichts falsch, da habt ihr ein gutes Produkt, wo ihr wisst, was ihr habt und das hält. Es gibt es einmal in Rosa und einmal in Blau. Rosa hat noch Niacinamid mit drin, klebt nicht ganz so stark, ist aber dafür so ein bisschen freundlicher für die Haut, wenn ihr Probleme mit Unreinheiten habt. Ansonsten bleibt bei diesem Mintfarbenen, ist okay gewesen. Sagen wir es mal so. Der dritte Inhaltsstoff ist PVP und dann kommt Propandiol. Also ich fand den einfach nicht so spektakulär wie beispielsweise den von Elf oder den von Milk. Dann würde ich eher wirklich die mittelgünstigere Alternative nehmen. Aber das nur mal so nebenbei. Der lag jetzt hier auch noch, weil ich ihn nicht wegwerfe, sondern das ist ein Produkt, das kann man mal wieder in ein Video mit integrieren, um vielleicht ein Full Face Catrice zu machen oder so. Aber alle Produkte, die jetzt kommen, kommen auch so, wie sie sind, weg. Und wir starten mit dem ersten und auch das ist eigentlich wahrscheinlich keine Überraschung, wenn ihr hier auf meinem Kanal regelmäßig bei diesen Fail-Produkten seid. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Richtige für diese Produkte. Charlotte Tilbury ist für mich eine der besten Make-up-Brands, die es gibt. Teuer, aber gut. Es gibt bei Charlotte Tilbury beim Make-up meiner Meinung nach eigentlich keine richtigen Flops. Dieser Stick war einfach meiner Meinung nach falsch vermarktet. Was die Skincare angeht, gibt es für mich nur zwei Produkte, die wirklich, wirklich herausstechend waren. Das ist die Magic Cream und das ist das Crystal Serum. Alle anderen Produkte aus dieser Magic-Reihe haben für mich absolut nie funktioniert, weil ich den Duft schrecklich finde. Oh nein, stopp, die Maske. Diese Maske hier, großartig von Charlotte Tilbury. Alles andere fand ich unterdurchschnittlich oder wirklich schlecht. Was ich unbedingt haben möchte, sind diese Augenpatches, weil die finde ich persönlich sehr, 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 sehr spannend. Werde ich für euch testen, sobald ich die Möglichkeit habe, sie zu bestellen. Und jetzt kam neulich das Magic Hydration Revival Cleanser Schätzchen raus. Ich habe das eine Weile benutzt, also ich würde mal sagen, da ist noch ein Viertel drin, deswegen kann es nicht ganz so schlecht gewesen sein, aber ich habe halt probiert, mich dran zu gewöhnen. Das ist eine Reinigung. Cream to Foam to Milk.
Und da ist auch eigentlich schon ein großes Problem. Hyaluronsäure, Peptide und Biomimetic-Komplex. Soll reinigen, Feuchtigkeit spenden und Glow geben, soll den Look von Poren minimieren, soll die Haut klarer aussehen lassen und weicher und removes all Make-up und Unregelmäßigkeiten. Also, das Produkt sagt, dass es erst eine Creme ist. Ist es? Es ist so eine dicke Creme. Dann emulgierst du die auf und es wird ein Schaum, aber der Schaum ist so unstabil, dass es gleich wieder eine Milch wird. Also noch dünner, durch das Wasser verdünnt natürlich, und dann ist dieser Schaumeffekt weg und meiner Meinung nach dadurch auch ein Großteil des Reinigungseffektes. Problem Nummer zwei und meiner Meinung nach das größte ist der Duft, den ich absolut nicht mag, und dieses Ding, es brennt in deinen Augen. Und wenn du sagst, dass du Make-up komplett entfernen kannst, gehe ich davon aus, gerade auch wenn ich das so lese, ne, Cream to Foam to Milk, dass ich das ohne Double Cleansing benutzen kann. Ne? Also ich habe mein Make-up drauf, mache mir das in die Hand, mache das ins Gesicht mit Wasser und kann damit direkt in einem Abwasch mein Make-up abmachen. Gehe ich natürlich auch über meine Augen. Es brennt. Es brennt wie die Pest. Und es brennt lange. Es brennt nicht nur mal kurz, bis du es ausgespült hast, sondern die Augen, sie brennen. Und das kann ich, das ist etwas, was ich bei dem Preis nicht akzeptiere. Und auch von der Textur her fühlt sich das einfach nicht wertig an. Also erst ja, diese dicke Creme kommt raus, fühlt sich gut an, ist schön dick, fühlt sich reichhaltig an für den Cleanser. Dann packst du Wasser rauf und dann verwäscht sich das so. Und dieser Schaum, du kriegst ja gar keinen richtigen Schaum hin, weil es direkt zu dieser Milch wird und du kein schönes Reinigungsgefühl hast. Und ich muss dazu sagen, Charlotte Tilbury wird für mich nicht eine Skincare-Brand sein. Es wird immer eine Make-up-Brand sein, die zusätzlich Produkte verkauft, die inspiriert von diesen Reihen sind, die man gut in Kombination benutzen kann, aber nicht, um eine Skincare-Routine aufzubauen. Ich habe das probiert, immer so zwischendrin zu benutzen, wenn ich vielleicht schon mich abgeschminkt hatte mit einem Oil-Cleanser oder wenn ich einfach morgens mein Gesicht mal waschen wollte, weil ich abends vielleicht ein Retinol benutzt habe. Dann habe ich das benutzt. Es brennt aber meiner Meinung nach in den Händen und ich würde wirklich von vielen, nicht allen, aber vielen Skincare-Produkten von Charlotte Tilbury einfach auch so ein bisschen Abstand nehmen, weil sie einfach nicht so gut waren. Ist aber auch fast leer, also es ist jetzt keine Verschwendung. So. Dann hat meine Mutter mir das hier mitgegeben. Balea Med, 15% Urea, Sofortpflegemilch, 2-in-1 Regeneration und Feuchtigkeit für extrem trockene Haut. Das Problem ist nicht nur einmal der Duft, der extrem sauer riecht, wirklich sauer, also als wäre es gekippt und die ist fast noch voll, also die ist recht neu gewesen, extrem sauer und sie zieht zwar so ein bisschen ein, aber hier ist zu viel Glycerin und zu viel Aloe Vera, zu viel Urea drin und das Urea, das ist das, was so riecht, wow. Wirklich, wirklich hart. Dass es schmiert. Also du so einen ganz, ganz schmierigen Körper hast, wenn du es am gesamten Körper benutzt. Optional könnte man das vielleicht an den Füßen benutzen oder an einem Ellenbogen. Ich bin eh nicht so ein großer Freund von so viel Urea. 15% ist wirklich, wirklich viel in so einer Pflege. Urea ist ja sehr feuchtigkeitsspendend, sehr regenerierend für die Haut. Aber 15% ist viel. Ist natürlich dann ein Problem, wenn es sehr stark riecht und du es aber in die Medreihe reinpackst und keine Duftstoffe mit reinmachst, dann ist es einfach auch kein schönes Gefühl und es schmiert und wenn es nicht mehr schmiert, dann klebt es. Und sie möchte nicht am Körper kleben, kann ich absolut verstehen, deswegen hat sie gesagt, also meine Mutter ist so eine Maus, die braucht eigentlich Produkte auf, meistens, oder probiert sie wirklich so weit es geht aufzubrauchen, bis es nicht mehr geht. Das Ding ist fast noch voll, sie hat gesagt, absoluter Flop. Genauso wie das hier. Das ist von Alverde Naturkosmetik, ein Gesichtsöl Bio-Wildrose. Meine Mutter war im Urlaub vor einer Weile in Marokko und hat dort ein Rosenöl mitgenommen, was sie dort gekauft hat. Und das benutzt sie fürs Gesicht, weil sie den Duft so gerne mag. Meine Mutter ist eine Duftmaus, ne? So, und sie hat das Rosenöl gekauft und sie hat auch gesagt, der Duft ist wirklich schön für sie, aber sie hat, und ich habe es gesehen, ich habe sie gesehen, als sie das benutzt hat, ganz, ganz schlimme Pickel bekommen davon. Wirklich unter der Haut. Unter der Haut, so dicke Pusteln, das hat ihr gar nicht gefallen. Sie hat gesagt, sie hat das aussortiert. Ein Arbeitskollege von ihr bringt ihr das jetzt aus Marokko dann wieder mit. War für sie leider nichts. Sie hat gesagt, sie würde es vielleicht irgendwie an dem Körper benutzen. Aber ich habe ihr gesagt, Mutti, ich habe alles hier. Ich bringe dir einfach nächste Woche ein. Ich habe beispielsweise hier von Typology. Das ist mit weißer Rose. Riecht zwar nicht so krass nach Rose, aber ist deutlich besser fürs Gesicht. Sie hat gesagt, Pickel, Alarm überhaupt. Und bevor wir zu meinem großen Pickelalarm kommen, noch ein Produkt, was ich auch aussortiert habe. Ich muss dazu sagen, das habe ich aber mit aussortiert im selben Atemzug wie die nächsten Produkte. Das ist von Misson.
Das ist eine Korean Skincare Brand, glaube ich. Phyto Plump Kollagen Creme. Habe ich kaum benutzt. Habe ich wirklich kaum benutzt, weil ich das nicht mochte. Also, die fühlt sich sehr reichhaltig an. Auch die riecht ein bisschen muffig, wie ich finde. Ich kann das nicht. Ich kann diese muffigen Gerüche nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn keine Duftstoffe drin sind. Aber wenn Muff dabei ist, dann kann ich das nicht. Deswegen habe ich die aussortiert. Und auch hier, die bildet wie so ein Film auf der Haut. Und wenn du dich gerade abgeschminkt hast, hast du ja ein gutes Gefühl auf der Haut. Ne? Die Haut kann wieder so ein bisschen durchatmen. Dann machst du deine Skincare-Routine und dann so im letzten Schritt machst du diese Creme rauf. Und das fühlt sich an wie so ein Film, der oben drauf liegt. Und nicht so ein Film wie ein Öl, der alles so ein bisschen in die Haut einschließt, sondern ein Film, der einfach so klebrig, schmierig, so ein bisschen... Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Mineralöl. Kennt ihr? Oh, lustig. Wie hieß sie denn? Ich gucke mal, ob ich sie hier hinkriege. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die basiert auf Mineralöl, diese Creme. Und ist ein ekelhaftes Gefühl auf der Haut. Und das hatte ich hier leider auch. Ich habe einige Korean, also authentische Korean Skincare Produkte aktuell in Verwendung, die mir sehr, sehr gut gefallen. Dazu dann, wenn ich die aufgebraucht habe, nochmal mehr. Für mich war die jetzt aber einfach auch nichts. Ich muss aber auch dazu sagen, fairerweise zu dem Produkt. Ich habe das auch parallel zu dem großen Ausraster meiner Haut benutzt und war da sehr empfindlich, was alles anging. Ich war einfach frustriert mit Kosmetik. Ich war wirklich frustriert und ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach nie wieder Hautpflege benutze. Denn ich muss dazu sagen, vielleicht erinnern wir uns, vor einem Jahr, also fast genau einem Jahr, habe ich diese Creme für mich entdeckt. Veleda Skin Food, nährende Intensivpflege, Gesicht und Körper für trockene und raue Haut. Die ist so bekannt geworden oder ist mir persönlich bekannt geworden durch Hailey Bieber, die Frau von Justin Bieber, weil sie die für ihr Make-up benutzt hat und sie dadurch ein sehr, sehr glowy Make-up hat. Das ist eine sehr, sehr, also das ist eigentlich schon eine Paste. Das ist eine Paste. Ne, sehr dick, der Duft intens. Intens Natur. Also nimm den Alverde-Duft und konzentriere den. Und dann hast du diesen Duft. Sehr intensiv, so ein bisschen Zitronengras. Ist eine sehr, sehr dicke Creme. Sehr dick, zieht nicht ein, aber hinterlässt so einen wirklich schönen Glow. Habe ich eigentlich immer ganz gut vertragen, bis ich sie irgendwann nicht mehr gut vertragen habe, weil sie einfach irgendwann zu viel war. Im Winter okay, sobald die Temperaturen über 5 Grad gehen, ist raus, ist vorbei. So, dann dachte ich mir, na gut, kaufst du dir mal diese hier. Das ist die Veleda Skin Food Face Care, nährende Tagespflege. Die haben die rausgebracht, weil sie wussten, dass die hier so viral geht, die aber zu reichhaltig ist. Dann hat Veleda das hier rausgebracht. Ist so ein bisschen die alltäglichere Version. Deutlich, deutlich besser. Würde ich auch weiter benutzen. Sortiere ich jetzt aber aus einem Grund aus, weil ich alle Produkte von Veleda absolut aussortiere. Und ich möchte nie wieder ein Veleda-Produkt in mein Gesicht bringen. Ist deutlich, deutlich leichter, ein bisschen wässriger, zieht gut ein und hinterlässt dann den Glow. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie die Skinfood-Creme, einfach so ein bisschen runter, ein bisschen flüssiger gemacht, ein bisschen weicher gemacht. Und dann war ich ja neulich, vielleicht erinnert ihr euch, Anfang September oder Anfang August, ich weiß es nicht mehr, beim Rossmann-Neuheiten-Video und habe viele Neuheiten von Veleda bekommen. Gefunden. Nicht nur so Serien, sondern unter anderem auch dieses Produkt. Und ich dachte mir, vielleicht könnte das etwas sein, was mir eine Alternative zu der Skinfood-Creme ist. Ne? Das ist die Cold Cream Gesichtscreme mit Bienenwachs. Diese Cold Cream regeneriert trockene bis sehr trockene Haut. Mit Bienenwachs und Pflanzenölen bildet sie eine schützende Barriere gegen Umwelteinflüsse, ohne die Hautatmung einzuschränken. Das klang doch genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, dann habe ich die Creme benutzt und die fühlte sich okay an. Auch sehr dick, sehr pastig, ne? Aber halt, ich meine, du nimmst diese Creme, weil du weißt, du hast eine trockene Haut oder du brauchst einfach diesen Glow oder diesen Schutz. Riecht deutlich besser, riecht ein bisschen nach Kamille, ist aber von der Textur her besser als diese Skinfood-Creme. Lässt sich deutlich einfacher verteilen, ist nicht ganz so, die braucht nicht so viel Wärme. Ich habe diese Creme benutzt und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht mit dem größten Juckreiz meines Lebens auf der Stirn. Mein Gesicht hat gejuckt, nur gejuckt. Und ich dachte mir, vielleicht muss ich mal mein Kopfkissen wieder waschen. Habe ich mich schon gewundert. Am nächsten Tag, ich habe die Creme nicht benutzt, am nächsten Tag wache ich auf und habe die komplette Seite hier voller Pickel. Ich habe im Moment schlechte Haut. Immer noch, und das ist 4 Wochen her, dass ich dieses Produkt benutzt habe, immer noch regelmäßig dicke Pickel. Die zwei haben damit nichts zu tun, das sind Flughafenpickel. Aber hier, diese ganzen
unteren, unterirdischen Pickel dicke entzündet. Es tut mir leid, dass ich das so grafisch darstellen muss. Mein gesamtes Gesicht sah schlimmer aus, als ich in der Hochphase meiner Pubertät. Das habe ich noch nicht erlebt. Und das hatte ich auch noch nicht, als ich mir die Hautschutzbarriere kaputt gemacht habe. Das sind dann so kleine Pickelchen, die einfach nur so ein bisschen, ne, das ist dann halt einfach alles rot. Aber mein Gesicht sah aus wie in der schlimmsten Pubertät, die ihr euch vorstellen könnt. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Mein Gesicht hat gejuckt. Du konntest wirklich zuschauen. Tag für Tag. Dann hat es hier gejuckt. Und 24 Stunden später war das Ding dick und entzündet. Und ich hatte so einen dicken Pickel da. Und das ist immer gewandert. Überall im gesamten Gesicht ist das entstanden. Und dann habe ich gedacht, was könnte das denn sein? Was könnte das sein? Hab mir, weil ich die Verpackung halt nicht mehr hatte, die Papierverpackung, die Umverpackung davon, weil hier stehen keine Inhaltsstoffe drauf. Ich wollte wissen, was ist das? Was könnte sein, was das hier ist? Und dann habe ich recherchiert und bin darauf gekommen, dass folgende Inhaltsstoffe mit drin sind. Inhaltsstoffe müssen in Deutschland, ich glaube sogar in der kompletten EU, wahrscheinlich sogar in der gesamten Welt, der Reihe nach der Menge drin sein. Wir starten mit Wasser. Okay, Wasser ist einfach nur ein Penetrationsverstärker. Nummer 2, Mandelöl. Habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Und Nummer 3, und das habe ich noch nie gesehen, Erdnussöl. Und dann kommt Bienenwachs. Erdnussöl. Und das machte plopp. Ich habe zwar keine Erdnussallergie, aber ich kenne das von mir, wenn ich zu viele Erdnüsse gesnackt habe, wenn ich zu viel Erdnussbutter gegessen habe, wenn ich zu viel Erdnuss gegessen habe, reagiert einfach meine Haut, ne? Weil du hast unglaublich viele Fettsäuren da drin. Das ist sehr, sehr reichhaltig, ne? Gerade Peanut Butter, dann noch schön richtig Zucker mit drin. Und dann dachte ich mir, es muss das sein. Wichtige Information, laut meiner Recherche ist es oft so, nicht immer, aber oft so, dass Menschen, die eine Erdnussallergie haben, keine Allergie auf Erdnussöl haben, weil die Gewinnung einfach anders ist und die Allergene in Erdnüssen nicht drin ist. Keine Verantwortung, das ist das, was ich gelesen habe, ich habe einfach nachgeschaut. Und da macht es Klick. Erdnussöl. Ich habe mir Erdnussbutter ins Gesicht geschmiert. Und ich wundere mich, dass ich Pickel bekomme. Freunde, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ich aussah. Ich habe mich ja ein paar Tage sogar zurückgezogen, weil ich einfach so wirklich, wirklich schlimm aus. Und ich habe mich auch einfach so unwohl gefühlt. So unwohl, so hilflos. Hier, warte, guck mal, hier ist ein dicker Pickel. Da einer. Hier an den Wangen. Da hatte ich die Creme schon ein paar Tage nicht mehr benutzt. Und ich kam mir auch so hilflos vor. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe alles probiert, was ich an Produkten hatte, um diese Pickel loszuwerden. Und es hat nichts geholfen. Es hat einfach nichts geholfen. Und ich sage euch jetzt, was mir geholfen hat. Das war wirklich eine Challenge für mich. Ich habe 2 Dinge gemacht. Ich habe aufgehört, Hautpflege zu benutzen. Ich habe mich abgeschminkt und habe nichts gemacht. Unglaublich unangenehm, weil die Haut dann spannt, es juckt, sie ist so trocken. Ich habe nichts. Keine Hyaluronsäure, gar nichts. Ich habe meine Haut eine Woche lang Ruhe gegeben. Ich habe sie nicht angefasst, ich habe mich kaum geschminkt, ich habe ab und zu mal den Pickel ein bisschen abgedeckt. Die Pickel irgendwann nach 1,5 Wochen waren sie dann auch weg, dann kamen sie irgendwo anders wieder. Ab und zu kommt hier auch noch so ein bisschen einer durch. Das schiebe ich jetzt aber nicht mehr auf die Creme. Eine Woche lang nichts gemacht und habe dann die Aveeno-Produkte nur benutzt. Kommen wir bald zu. Ich will sie einfach noch ein bisschen noch mehr testen. Aber das waren die einzigen Produkte, wo ich wusste, da ist kein Duft drin, da ist nichts drin und da ist nur was drin, was die Haut beruhigt, die für Ekzeme benutzt wird, ne, im medizinischen Bereich. Das war das Einzige, was geholfen hat und ich probiere jetzt wirklich, so wenig es geht, zu benutzen. Und ich möchte, es tut mir total leid, weil ich weiß, dass auch eine Marke wie Veleda, die seit 1921 da ist, die werden auch gute Produkte haben. Aber wenn ich so eine Reaktion auf ein Produkt habe und das nichts hilft, dann kann ich das nicht mehr benutzen. Und ich würde euch wirklich warnen, dieses Produkt zu benutzen, vor allen Dingen im Gesicht. Mir schrieb dann jemand, hey, du bist ja, du, war wirklich pumpig, das war eine wirklich, wirklich pumpige Nachricht. Du bist dumm, dass du das in dein Gesicht gegeben hast und das benutzt hast. Und ich denke mir so, okay, aber hier steht an keiner Stelle drauf, dass ich das an meinem 10 benutzen soll. Hier steht nicht drauf, dass ich das nur benutzen soll, wenn ich in der Antarktis spazieren gehe und mich danach eine komplette Skincare-Routine mache, um dieses Produkt wieder wegzukriegen. Nicht so, meine süße Maus, und vor allen Dingen nicht so diese Creme. Es war wirklich sehr viel Emotion, aber ich glaube, jeder, der Probleme mit seiner Haut hat, kennt das. Du fühlst dich einfach nicht wohl. Du hast das Gefühl, alle Welt schaut auf deine Pickel, schaut dich an und denkt, na, hast du dich aber nicht gut gepflegt? Und du denkst dir so, ey, ich habe einfach eine allergische Reaktion. Deswegen fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt, passt auf euch auf und lasst
Erdnussbutter aus eurem Gesicht.